So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ihr seht schon, ich bin auf der Command-Fest-Seite Frankfurt. Dieses Video ist von JK Entertainment gesponsert, beziehungsweise enthält ganz viel Werbung auch für die sie und für das Event. Und ja, denn wie einige Leute wissen, werde ich beim Command-Fest vor Ort sein. JK hat mich eingeladen, die kompletten Tage von Freitag bis Sonntag vor Ort zu sein, für euch da zu sein, mit euch zu spielen, mit euch zu reden, Unterschriften zu geben. Ich habe auch schon so viele Leute gesagt haben, oh Blacky, ich komme auf jeden Fall vorbei, ich brauche noch eine Unterschrift von dir, ich möchte was von dir haben. Super, super cool. Zu finden habt ihr alle Informationen, die ich euch jetzt auch erzähle und so weiter, auf der JK-Events-Seite, also jkevents.de/commandfest. Ihr habt natürlich auch den Shop mit Home, Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood, Magic the Gathering und so weiter, da sind die ganzen Events drauf. Es gibt auch noch den Shop von JK, könnt ihr auch mal reinschauen. Aber hier geht es jetzt nur um dieses Event. Das Command-Fest findet statt am 24. bis zum 26. Juni 2022 in Frankfurt. Um genau zu sein, im Bürgerhaus Maintal-Bischofsheim. Wunderschön. Ja, ich wollte es noch gehen. So, da. Und das Event startet bei mir jetzt aktuell in 18 Tagen und 2 Stunden. Bisschen strange. Das heißt nämlich, es startet um 0 Uhr laut diesem Timer. Aber der Tag, der 24. Juni, ist in meinem Fall in 18 Tagen und 2 Stunden. Und das ist ja alles, was zählt. Um an diesem Turnier teilzunehmen, Turnier in Anführungsstrichen, an diesem Commanderfest teilzunehmen, braucht ihr auf jeden Fall ein Eintrittsticket in die Halle. Danach könnt ihr euch, wenn ihr in der Halle seid, für beliebig viele Events, verschiedenste Events anmelden und dort immer wieder mitspielen. Es gibt auch ein direkt nebendran Restaurant, das ist auch die ganze Zeit für uns geöffnet. Gott sei Dank, wir müssen nicht verhungern. Jetzt scrollen wir erstmal ganz schnell runter und gucken uns einmal an, wie man da drauf kommt. Das sind die Tagestickets. Die Tagestickets sind eben die Tickets, mit denen ihr reinkommt. Ihr seht schon, freitags VIP-Ticket, 28 Plätze aktuell noch verfügbar. Bei einem VIP-Ticket habt ihr einen 50 € Eintrittspreis. Dafür bekommt ihr aber auch wirklich, wirklich eine Menge Stuff. Ihr bekommt, lasst mich das kurz ablesen, 100 Ticks, das sind ungefähr 10 Standard-Draft-Boosts. Ein Foil Path Ancestry, ein Non-Foil Path of Ancestry, ein Foil Soul Ring, Commander-Spieler lieben das, die VIP Playmat und weitere VIP Benefits, so ein bisschen was. Ihr könnt allerdings auch ein Standard-Tagesticket zum Beispiel für den Freitag holen. Standard-Tagesticket kostet 15 €. Ihr bekommt natürlich auch dementsprechend weniger. Ihr bekommt nur 80 Ticks, das sind so 8 Booster. Und ein Non-Foil Path of Ancestry. Da fehlt natürlich einiges. Die VIP-Wochenendtickets und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich nicht alles täuscht, lasst mich kurz nachgucken, mit euch zusammen hier runter scrollen. Es gibt gar keine Non-VIP-Web-Tickets. Die anderen sind sogar schon alle raus. Standard-Tickets für Freitag sind noch da. VIP-Tickets für Freitag sind noch da. Wochenendtickets keine Plätze mehr. Wochenendtickets Samstag, Tagesticket VIP Samstag ist noch was da. Und Tagesticket Sonntag. Das, also VIP-Tickets sind noch da. Ein paar. Das liegt aber nicht daran, dass die VIP-Tickets irgendwie nicht sich nicht lohnen oder sonst was. Es wurden halt eine Menge VIP-Tickets nachgeschoben. Ich beobachte das jetzt schon ein bisschen länger und es werden immer weniger Standard-Tickets und immer mehr VIP-Tickets und dann gehen die VIP-Tickets wieder runter und dann es sieht so aus, als würde JK einfach ein paar von den Standard-Tickets in die VIP-Tickets umwandeln und das tun sie natürlich nicht für sich, sondern für euch. Wenn ihr das haben wollt, warum sollten sie euch das denyen? Und dann seid ihr in der Halle. Was könnt ihr dann in der Halle machen? Ihr könnt an verschiedenen Events teilnehmen. Ihr könnt natürlich auch nur da sein, ihr könnt mit Freunden traden, ihr könnt uns besuchen als Content Creator, als Artists, die vor Ort sind und da komme ich gleich zu, wer alles noch da ist. Und das könnt ihr alles machen. Und was ich extremst cool finde, Casual Commander Runden. Also jetzt ohne irgendwie, dass man sagt, hey, ich muss unbedingt auf diesem Event jetzt das Turnier spielen oder irgendwas davon spielen. Casual Commander Runden können ohne Anmeldung jederzeit überall gespielt werden, wo halt Platz ist. Ohne einfach so. Das ist schon ein sehr großer Benefit. Weil ihr könnt mit random Leuten Commander spielen, ohne dass ihr irgendwelche an irgendwelche Preisstrukturen oder sonst was gebunden seid. Was einfach cool ist. Gehen wir die Tage mal durch, was ihr machen könnt. Wir haben freitags morgens um 10 Uhr, die Halle startet offiziell um 11, aber um 10 Uhr haben wir eine Judge Academy Judge Konferenz. Bei dieser Judge Konferenz werden einige Judges Vorträge halten. Es gibt ein komplettes Schedule dazu, wer ja was, welchen Vortrag hält und worum es in welchem Vortrag geht. Das läuft fast den gesamten Tag, ich glaube bis knapp 18 Uhr. Und wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr da auch gerne reinhoppen. Es ist nicht so, dass diese Judge-Konferenz nur für Judges ist. Judges kriegen dafür halt ein bisschen Benefit, dass sie da sind. Aber auch für euch, die ihr vielleicht euch das mal anschauen wollt, die euch das interessiert oder einfach mal kurz reinschnuppern wollt, einfach mal eine halbe Stunde, Viertelstunde, Dreiviertelstunde entspannen wollt, ihr euch einen Vortrag anhören wollt von irgendeinem Judge über irgendein Thema, setzt euch da rein, hört zu. Es ist auch wirklich, wirklich cool und interessant.
Ab 15 Uhr beginnen Commander Warm-Up Quests. Hier ist es so, dass von 15 bis 18 Uhr Commander Vierergruppen sich zusammentreffen können und für ein Startgeld von 10 Euro, dauert es ungefähr 1,5 Stunden belegt, vor Ort sich anmelden können. Jeder kriegt dann 30 Preisticks und für die Erfüllung zufälliger wechselnder Quests gewinnt man weitere 10 Preisticks. Das heißt, ihr bekommt dann eine Quest am Tisch und wenn ihr die erfüllt, kriegt ihr 10 weitere Preisticks. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was sind denn Ticks, Blacky? Ticks ist das, wie Wizards auf Events immer schon angefangen hat, mit Price Walls, Events und so weiter umzugehen. Das bedeutet, wir haben 10 Ticks. 10 Ticks sind an der Price Wall meistens ein Standard Draft Booster. Also Kamigawa Draft Booster. Wenn ihr jetzt kurz mal zusammenrechnet, ihr zahlt 10 Euro Eintritt, ihr kriegt auf jeden Fall 3 Booster zurück. Selbst bei einem Boosterpreis von normalerweise so 4 Euro bis 3,50 Euro bis 4,50 Euro, also irgendwas zwischen 4,50 Euro und 3,50 Euro, bekommt ihr 30 Ticks, das sind 3 Booster, damit habt ihr automatisch, ja, Gewinn. Wenn ihr dann noch 10, wenn ihr die Quest dann noch erfüllt und noch 10 Ticks oben drauf kriegt, Gewinn. Ja. So funktioniert das seit jeher auf irgendwelchen damals noch Grand Prix oder Magic Fests oder in diesem Fall eben dem Command Fest. Ihr müsst aber euch aber auch nicht zu viert dahinsetzen und müsst zu viert spielen. Ihr könnt euch auch alleine anmelden. Und wenn ihr euch alleine angemeldet habt, dann ist es vielleicht eine Dreiergruppe, die sich irgendwo anders angemeldet hat, wo ihr dann einfach dazugesetzt werdet. Auch das vollkommen legitim. Damit müsst ihr aber rechnen, das kann passieren. Trotzdem super, super coole Sache meiner Meinung nach. Einfach mit diesen Quests ein bisschen die Lockerheit aufrechtzuerhalten, einfach Casual Commander zu spielen. Ohne, dass man jetzt mit CEDH sich ins Gesicht hauen muss. Es sei denn, man findet eine CEDH-Gruppe und dann kann man Competitive Commander auch dort spielen. Von mir aus mit Quests. Dazu haben wir ab 16 Uhr ein Baldur's Gate Booster Draft für 25 Euro. Draften kennt man, man kriegt 3 Draft Booster, man pickt 2 Karten daraus, gibt es nach links oder nach rechts weiter, je nachdem welche Runde dran ist. Und ja, warum habe ich 2 gesagt? Weil Baldur's Gate Booster Draft zumindest beim Pre-Release immer mit 2 Picks war. Ob es hierbei jetzt auch 2 Picks sind, weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, aber das wird der Judge vor Ort euch dann sagen. So oder so, ihr zahlt 25 Euro, kriegt am Ende vielleicht ein paar Preistricks, wenn ihr noch gespielt habt. Voll okay für die Booster, sehr cool. Um 17 Uhr gibt es dann Dual Commander, French Commander, One vs. One. Wie auch immer es gerade aktuell heißt. Ich kann es noch als French Commander, ich kann dann Dual Commander, es gibt auch irgendwie Schwedisch, Schweden Commander, Dual Commander, weiß ich nicht, egal. Dual Commander, 15 Euro, ja, Eintritt, ganz normales Turnier, gib ihm. Ab 18 Uhr haben wir Game Show mit Special Guests. Special Guests sind Leute, die eingeladen wurden und noch viele, viele mehr, bin ich auch dabei. Bevor wir uns jetzt den Samstag angucken, einmal kurz einen Blick auf diese Seite. Und diese Seite lässt mein Herz einfach erwärmen. Und nein, das hier ist keine Doppelung. Ich habe es einfach nur doof gesetzt auf dem Bildschirm. Und ja, wir haben Artist und Content Creator vor Ort. Das ist der aktuelle Stand. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, bis das Video rausgekommen ist. Oder vielleicht ein paar mehr. Vielleicht auch nicht. Das ist mein aktueller Stand. Wir haben RK Post Forward, der Token gemacht hat, noch und nöcher und wirklich richtig coole Artworks und Karten signieren lassen wird. Sehr, sehr cool. Wir haben auf einem Commanderfest, unvermeidbar, herumkommandiert vor Ort. Die Jungs, klar, Commander, die machen alles, Gameplays, alles. Ihr kennt sie. Ich war bei denen schon im Stream und ja, super, super lieb. MTG mit Patrick wird vor Ort sein. Wer den bei mir auf dem Channel nicht kennt, ich bin der Blacky, du scheinst neu hier zu sein. Patrick und ich sind da relativ im sehr großen Austausch. Wir haben schon sehr, sehr viel auch zusammen gemacht, verschiedensten Projekte und so weiter. Da geht alles um Booster-Openings, Finanztipps und alles Mögliche. Und ja, auch ich bin vereint. Ich bin eingeladen worden. Vielen, vielen Dank nochmal an JK an dieser Stelle dafür, dass ich die Chance habe, da zu sein. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich mega drauf mit denen, gerade mit den beiden Content Creators, jedem anderen natürlich auch, aber gerade mit den beiden auch mit ausgewählt worden zu sein. Und ja, ich freue mich drauf, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten. Das wird cool. Das wird richtig cool. Und ja, RK Post, ich habe eine Karte bekommen, die ich signieren muss. Mal gucken, wie ich das hinkriege. So viel also zu den Special Guests. Gucken wir uns mal den Samstag an. Samstag ist die Halle von 39 bis 21 Uhr geöffnet. Ihr habt wieder den Fall, dass ihr Casual Commander Runden jederzeit einfach starten könnt. Einfach so hinsetzen, 4 Leute, Platz suchen, spielen. Mega. Ab 10 gibt es einen Sealed Deck. Commander Legends, Baldur's Gate Sealed Deck.
Das ist tricky. Ich habe es jetzt mal letzte Woche Sonntag, am Pre-Release-Sonntag, habe ich damit mal Sealed Deck gespielt. Es ist tricky, es macht immensen Spaß, wenn man echt, echt coole Sachen zusammenbauen kann. Meistens kriegt man aus dem Sealed Pool sogar zwei ganze Decks zusammen. Man kriegt einmal eine dreifarbige Kombination und eine zweifarbige Kombination zusammen. Und meistens kriegt man das auch so zusammen, dass man wirklich zwei Decks hat, was gerade im Sealed immer sehr, sehr geil ist. Wenn ihr das aber nicht alleine spielen wollt, dann könnt ihr auch zu dritt spielen, wenn ihr zum Beispiel ein Dreier-Team habt, also insgesamt zu dritt seid. Oder ihr sagt, hey, wir sind zu zweit, wir suchen uns noch einen dritten und spielen einfach zu dritt. Dann könnt ihr Baldur's Gate Sealed zu dritt spielen. In dem Fall kriegt jedes Dreier-Team 10 Booster und müssen drei Decks daraus bauen. Das ist schon tricky, das ist schon eine Herausforderung, aber auch wieder sehr, sehr cool, wenn man die halt aufeinander abspielen kann. Und danach spielt man einfach Best of One, Fear the Giant, einfach Spaß haben. Man bekommt noch irgendwie Preisticks dabei, wie bei allem davon. Also immer, ihr müsst immer dahinter sehen, dass man irgendwie noch mindestens mal 10 Preisticks dabei bekommt. Gefühlt. Es gibt bestimmt noch ein, zwei Sachen, wo es nicht der Fall ist, aber die meisten Sachen geben dir mindestens noch mal 10er Preisticks dabei. Und also kriegt ihr noch einen Booster obendrauf fürs Spielen. Ihr kriegt für 60 Euro 10 Booster plus noch einen Draft-Booster obendrauf. Das ist voll okay und ihr habt Spaß an dem Event. Das ist mega nice. Ab 12, schon gesagt, Dual Commander gibt es ja auch hier nochmal. Ab 13 Uhr gibt es dann Brawl. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil meines Wissens nach ist das eins der ersten größeren Events, auf denen Brawl angeboten wird. Wo Brawl wirklich mal gespielt wird und nicht nur irgendwie als Arena oder sonst was ist, sondern wirklich in Paper, vor Ort. Das ist wirklich cool. 14 Uhr Modern. Zu Modern muss ich nicht viel sagen, hoffe ich, glaube ich. Format, 15 Euro Eintritt. Gib ihm. Feuerfrei. Cooles Side-Event. Dann haben wir um 15 Uhr gleichzeitig nochmal ein Commander Legends Battle for Baldur's Gate Sealed Deck. Auch hier wieder ähnlich wie hier oben. Um 10 ist gestartet, um 15 ist gestartet. Ja. 16 Uhr nochmal Dual Commander. Also hier Samstag ist echt voll mit Dual Commander und mit Brawl. Sehr, sehr cool. Um 17 Uhr also nochmal Brawl. Das ist, ich glaube, in Modern wird halt viel mitgerechnet, dass viele Leute bei Modern noch reinkommen, die im Side-Event mitnehmen und dann halt nicht mehr aussteigen. Das ist ein vollgepackter Samstag. Wirklich ein vollgepackter Samstag. Und da bin ich mal gespannt. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Tatsächlich ist es so, dass am Samstag wirklich extrem stressig für mich wird, glaube ich. Aber ich freue mich so immens auf euch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Bock ich drauf habe, dieses Event zu machen. Vor Ort, Paper Magic, Leute, die ich kenne, Leute, die ich mag, Leute, die ich noch nicht kenne, Leute, die ich kennenlernen werde. Und ach, es ist so cool. Es wird einfach cool. So, gucken wir uns den Sonntag an. Entschuldigung, ich komme immer wieder in Schwärmen, wenn ich von dem Event spreche. Wir haben am Sonntag auch wieder 9.30 Uhr bis 21 Uhr die Halle. Ab 11 Uhr Classic Commander, Command-Runden, Quest-Runden, wie wir es halt hier auch haben. Das bedeutet, genau wie am Samstag, genau wie am Freitag, könnt ihr die Classic Commander-Runden und Commander-Quest-Runden, sobald sich genug Leute registriert haben, also 4 Leute, einfach zocken. Freitag ist es, glaube ich, ab 15 Uhr. Aber ihr könnt euch einfach hingehen und sagen, hey, wir sind 2 Leute, da sind 2 Leute, wir setzen jetzt in einen Tisch, wir haben uns beide angemeldet für Commander-Quest und spielen einfach. Gib ihm. Oder Commander-Casual. Klassiker oder so Classic Commander und spielen es. Ihr könnt euch praktisch die ganze Zeit Commander um die Ohren hauen, was mega, mega cool ist. Mit random Leuten, mit Leuten, die ihr mögt. Wenn ihr nicht unbedingt mit fremden Leuten spielen wollt, könnt ihr auch zu viert euch da hinsetzen und euch zu viert auch anmelden und so weiter und so fort. Das ist wirklich Command Fest, passt da wirklich vom Namen her immens gut. Um 10 Uhr haben wir Two-Headed Giant Baldur's Gate Sealed Deck wieder mal. Also Sealed Deck ist wesentlich mehr als Draft, ist mir aufgefallen. Es ist so, dass wir tatsächlich nur einen einzigen Booster-Draft dabei haben. Der ist freitags um 16 Uhr. Der Rest ist wirklich mehr Sealed Deck. Das ist sehr, sehr interessant. Ich persönlich finde Sealed Deck auch cooler wie Draft. Dementsprechend stört es mich nicht. Ich habe aber schon Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, ich will ein bisschen mehr draften. Dann haben wir um 11 Uhr wieder das Three-Headed Adventurer Commander Legends, wo man halt 3 gegen 3 spielt. 12 Uhr Dual Commander. Das ist für die Competitive Commander, das ist ja richtig. Das ist nicht ganz Competitive Commander. Es ist nicht CDH, aber es ist halt Dual Commander und die können sich ja auch richtig die ganze Zeit geben. Um 13 Uhr gibt es Modern. Dann gibt es ein Sealed Deck ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es auch Pioneer. Also auch Pioneer-Spieler kommen da auf ihre Kosten, was ich sehr, sehr cool finde. Um 15 Uhr gibt es nochmal einen Two-Headed Giant Sealed Deck. Und um 16 Uhr gibt es das Grand Melee. Das Grand Melee ist ein bis zu 20 Spieler an einem Tisch. Jeder attackiert nach links. Ich muss gerade überlegen, wie ihr das Video schaut. Das ist mein Links. Ihr habt eine Range of Influence von 2. Das bedeutet, eure Karten können maximal 2 Sitznachbarn weit targeten und da Einfluss drauf haben.
Also können Sie also nur die nächsten zwei linken Sitznachbarn erreichen. Das heißt, ihr macht alles nach da und ihr kriegt von da ab. Das ist tricky, aber das wird cool. Da will ich auf jeden Fall mit dabei sein. Also Ground Melee Commander, bis zu 20 Leute an einem Tisch. Da habe ich richtig Bock drauf. Da bin ich richtig auch gespannt, was dabei rumkommt. 10 Euro Eintritt für 20 Spieler an einem Tisch Commander. Ich glaube, das wird man so schnell nicht wieder haben. Und 20 Mann Commander so zum Abschluss für so ein Event. Hammer. 17 Uhr gibt es noch Dual Commander, 18 Uhr noch Pioneer. Ich habe auch mein Pioneer-Deck dabei. Vielleicht gönne ich mir das, wenn ich hier früh rausgehauen werde, gönne ich mir hier vielleicht noch das Pioneer. So als allerletztes Event vom Command-Fest. Mal gucken. Wie das Ganze abläuft, ist, ihr braucht eben das Target-Ticket. Und dann könnt ihr euch hier für eben diese Sachen reinbuchen. Ihr könnt euch zum Booster Draft buchen. Könnt euch zum Trader Giant Commander Fest für den 25. von 11 bis 16 Uhr ist schon dicht. Das Sealed Event hat noch 10 bis 14 Uhr, hat noch 30 Plätze. Dual Commander, Brawl, Modern. Modern hat sogar noch 26 Plätze. Wow, hätte ich nicht mitgerechnet. Brawl, Dual Commander. Also es sind hier die ganzen Plätze, könnt ihr hier sehen, wie viele Plätze ihr noch habt. Pioneer, 28 Plätze. Das wird schon knapp, da muss ich schon überlegen, wie ich das schaffe. Hier ist noch ein Pioneer, 25 Plätze. Und da könnt ihr euch dann reinbuchen, wie ihr hier dann auch seht, kostet dann diese 15 Euro. Und ja, könnt dann die Tage auswählen. Hier seht ihr, geschätzte Dauer sind 3 Stunden. Teilnahme sind 15 Euro. Es werden 3 Runden Schweizer System Pioneer gespielt. Jeder Spieler bekommt pro Runde 10 Preisticks, also pro Runde. Und die Gewinner einer Runde erhalten nochmal 10 Preisticks. Das heißt, der Gewinner kriegt 20 Preisticks, der Verlierer kriegt 10 Preisticks. Das heißt, das Schlimmste, wenn ihr 0-3 geht, geht ihr mit 30 Preisticks daraus. Das sind, wie ich ja schon vorgerechnet habe, 3 Standardbooster. Das ist okay dafür, dass ihr 0-3 gegangen seid. Wenn ihr aber jedes gewinnt, geht ihr mit 6 Boostern daraus. Das ist 15 Euro für 6 Booster, okay. Dafür, dass man auch noch Spaß dabei hatte und das spielen konnte. Ja, soviel kurz nochmal den Auspunkt zu den Preisen, beziehungsweise den Ticks. Ich weiß gar nicht, ob hier unten, ja, Preisticks wurden sogar. Was sind Preisticks? Hier wurde es nochmal gesagt. Genau, diese Preisticks könnt ihr an der speziellen Station der Price Wall eintauschen. Dort könnt ihr eben Booster, Deutsch-Englisch bekommen, Zubehör, Giant-Cards. Genau, hier ist auch genau dieses Beispiel. 10 Preisticks können für ein standardlegales Draft-Booster eingetauscht werden. Was es da noch so alles gibt, also es wird bestimmt auch Displays geben, es wird Set-Booster wird es bestimmt auch geben, sowohl die aktuellen Standardsachen als auch vielleicht was Älteres, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Baldur's Gate, auf jeden Fall Capenna werdet ihr auch noch bekommen und, und. Ihr werdet bestimmt auch Commander-Decks von Commander Legends, Kamigawa oder sowas Ähnliches in der Preiswall drin hängen haben, bestimmt irgendwas. Mystery Booster Convention Edition bestimmt auch noch. Es ist ein Wizards Event. Die haben bestimmt noch Convention Editions rumliegen. Dementsprechend werden da bestimmt welche drin sein. Wie schon gesagt, Giant Cards sind so richtig riesige Karten. Davon wünsche ich mir immer noch eine Karte irgendwie mal zu haben, um die mal in den Hintergrund zu hängen. Das wäre bestimmt cool, aber ja, mal gucken, ob ich überhaupt so viele Ticks zusammenkriege. Und da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die auch für einen Preistick eingeteilt werden können. Und ja, erfahrungsgemäß wird man auf solchen Events sehr, sehr fair belohnt. Wirklich fair. Gerade wenn es ein bisschen mehr Casual-Style ist, wie es hier der Fall ist. Genauso wird JK ja auch vor Ort sein und wird ja auch einiges an Ware anbieten. Also aktuelle Commander-Decks, aktuelle Booster und sonstige Sachen werdet ihr bestimmt vor Ort kaufen können. Zubehör wahrscheinlich auch. Und dementsprechend, ja. Wenn euch wir vergesst, zum Beispiel Hüllen mitzunehmen, ihr werdet bestimmt Hüllen finden. Ihr werdet bestimmt Hüllen finden. Alles andere würde mich sehr, sehr hart wundern. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben noch die Tickets, wo ich mich anmelden möchte. Eben genau auf JK Event Command Fest, wie ich ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, genau dort. Damit könnt ihr dann die Halle betreten und könnt dann eben auf den verschiedenen Events mitspielen. Hier geht es so ein bisschen in die FAQ-Folge rein. So, ich habe mir Tickets gekauft, habe keine Bestätigung bekommen. Das speziellen Side-Event brauche ich auch ein Tagesticket. Ja. Wenn ihr auch nur Modern spielen wollt, braucht ihr ein Ticket für das Command Fest. Kann ich vor Ort Event-Eintrittstickets erhalten? Nein, sie müssen über das Command-Fest gekauft werden. Also ihr müsst wirklich das dort kaufen. Mindestalter für Teilnahme ist nein. Ihr könnt auch jüngere oder ältere Personen mitbringen. Event-Tickets werden nicht erstattet. Allerdings können sie, wenn ihr einen Freund da habt, der da ist, ihr seid krank oder sonst was, die natürlich den auf den Namen von denen übertragen. Das geht. Gucken wir uns die Rules und Bannings an. Wir spielen Commander. Wir haben die aktuellen Bannet-Listen hier auf der Wizards-Seite.
nicht nur Commander, auch Pioneer und Modern und so weiter, aber gerade für Commander. Wir empfehlen zusätzlich, und das empfehle ich euch auch, die Regel 0 Discussion zum Start zu haben, damit alle Spaß haben. Das ist wirklich wichtig, dass ihr euch zusammen hinsetzt. Wenn ihr anfangt, das Spiel zu spielen, seid ihr alle mit der Regel 0 bekannt? Habt ihr irgendwas, was unter Regel 0 fällt? Wie haben wir am meisten Spaß in diesem Spiel? Ohne, dass es dann nachher irgendwie den Judge Call gibt, weil der hat das und das gemacht. Dual Commander haben eine eigene Banned und Restriction Liste. Logischerweise ist es keine offizielle Sache. Es ist eine offizielle Sache, aber es ist Dual Commander offiziell und nicht auf der offiziellen Seite. Und ja, egal. Ihr wisst, was ich meine, gerade die Leute, die Dual Commander spielen. Und wie wird mit Proxys umgenannt? Kann ich Proxys, kann ich goldrandige Cut spielen? Nein. Und das wird den meisten ein bisschen weher tun, weil gerade im Commander ist das ja mittlerweile gang und gäbe. Leider nicht. Alle Events sind Wizards sanktioniert. Und auf Wizards sanktionierten Turnieren dürfen nur original Magic the Gathering Karten benutzt werden. Nach Definition der Magic Tournament Rules. Keine goldrandigen Karten. Keine Proxys. Und ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Playmat habt, wo ein Magic Artwork drauf ist, das ihr irgendwo habt machen lassen, bringt das nicht mit. Bringt das nicht mit. Wir Judges sind angehalten, sowas zu sehen, sowas zu melden und sowas einzuziehen. Bringt das nicht mit. Egal wie wunderschön es ist, nehmt euch eure plain weiße Matte mit oder eure Original Magic Matte von Ultra Pro oder ähnliches. Die haben ja die Lizenzen dazu und dann passt das. Dann passt das. Dann haben wir alle Spaß und dann wird alles super. Oder nehmt eine selbstgemalte, wie ich zum Beispiel von Tim Soart wahrscheinlich. Sonst haben wir erstmal soweit alles besprochen. Wir hatten eine Menge zu bereden. Das Video ist wesentlich länger geworden, als ich es gedacht habe. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ihr könnt auch bei MTG mit Patrick auf den Discord gehen. Dort gibt es eine Sektion Command Fest, wo eben auch eure Fragen beantwortet werden können. Nicht nur von mir, sondern eben auch von jemandem von JK. Wo auch zum Beispiel die Frage aufkam, was passiert, wenn man als Two-Headed Giant Team sich anmelden, müssen beide sich anmelden, muss nur einer sich anmelden, 70 Euro muss einer bezahlen oder beide 35, wie macht man das? Und die Antwort kam relativ zügig mit, ja, eine Anmeldung pro Team, das heißt, einer aus dem Team meldet sich an, das komplette Team ist angemeldet und dann könnt ihr zusammen spielen. So einfach geht das. Einfach, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt JK eine E-Mail oder kommt bei MTG mit Patrick auf den Discord und dort könnt ihr beim Command Fest Support JK Entertainment eure Fragen stellen und kriegt diese beantwortet. Und ich hoffe, dass ich sehr, sehr viele von euch dort sehe. Ich freue mich immens. Ich bin super gehypt auf dieses Event und freue mich wirklich, wirklich drauf, möglichst viele von euch zu sehen, euch kennenzulernen. Viele von euch sind jetzt in der Corona-Zeit dazugekommen und die habe ich noch nie live gesehen. Ein paar Leute kenne ich live und ja, wenn ihr Bock drauf habt, mich zu sehen, herumkommandiert, MTG mit Patrick, RK Post, viele andere, ich weiß von ganz vielen anderen Content-Creator, die auch vor Ort sein werden oder eben auch noch ein paar andere Gäste, die jetzt noch hinzukommen könnten, dann kommt vorbei, habt Spaß, noch sind Tickets da und ich hoffe, ich konnte euch das Command-Fest so gut erklären, dass ich mein altbekanntes Blackie erklärt Erklärbär-Siegel draufstupsen kann. Vielen Dank nochmal an JK für das Sponsoring für dieses Video, damit ich dieses Video machen konnte. Und auch auf euch freue ich mich in Frankfurt. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.